Krawatte? Die zeigen mir die ganze Zeit, dass meine Krawatte schief ist. So, das ist mit gerader geht's nicht. Mein nächster Gast gehört zum berühmtesten Musiker-Clan in ganz Deutschland. Mein nächster Gast ist Mitglied der Kelly Family. Am nächsten Freitag kämpft sie mit Brüdern und Schwestern um die Teilnahme am Grand Prix Chanson Eurovision de la... Sie wissen, was ich meine. Nächsten Freitag findet es statt. Und ich begrüße Sie sehr herzlich, Patricia Kelly. Patricia, herzlich willkommen. In einer Woche, ich sage Patricia oder sagt man Patricia oder? Patricia, egal. Okay, alles klar. Freestyle. In einer Woche findet also diese Vorentscheidung statt des Song Contests, nächsten Freitag. Die Kelly Family hat ja weltweit Erfolge, also in Europa sehr viel, aber auch Übersee. Warum machen Sie da überhaupt mit? Das war eine Idee von Paddy. Schuld dran. Ja? Nee, das war so, dass unsere Platte sowieso jetzt im Frühling rauskommen sollte. Und dann haben wir so geguckt, was gibt es da für Sendungen als Plattform für das Album zu werben. Und dann haben wir gedacht, hey, das wäre doch ein Ding. Vor vielen Jahren, jetzt vor 12 Jahren her, haben wir damals ein Demo geschickt. Und wir hatten damals keinen Plattenvertrag, gar nichts. Und das ist abgelehnt worden. Und das ist für uns jetzt so ein bisschen vielleicht... Für die eigene Familiengeschichte. Ja, vielleicht so. Danke. Das Problem ist ja im Hintergrund, es beinhaltet ja auch die Möglichkeit der Blamage, das muss man klar sagen. Also wenn man als erfolgreiche Band, die unwahrscheinlich viele Platten verkauft hat und tolle Verträge hat und so weiter und viele Fans, dann auf einmal da nur Zweiter wird. Das wäre ja grässlich. Das stimmt, das Risiko ist auch da. Das, ich bin mir nicht sicher, dass wir gewinnen. Viele sagen, ach, die werden sowieso gewinnen und dann ruft keiner an. Das kann natürlich auch passieren. Es kann auch sein, dass ein anderer Künstler einen super Song hat. Ja. Und hast du keine Chance. Also ich denke, wir haben gute Chance, wir haben ein super Lied und wir hoffen auch und das wäre natürlich... Und weil das ja immer mit Anrufen gemacht wird, haben Sie natürlich den Vorteil, dass Sie vielleicht ein paar Stimmen aus Spanien kriegen und aus Irland und aus England und aus wo Sie überall... Ja, nicht für Deutschland, das geht nicht. Ich glaube, dass in Deutschland ist es nur Deutschland, wenn man dann gewinnt, dann ja, kommt stimmt, man zu ja, den... Ja, stimmt, ja. Wir sind ja noch... ich war schon eine Stufe weiter bei der, ja, das, war schon bei der Europa-Veranstaltung. Korrekt, völlig das richtig. Das sehe ich schon. Ja, ja, ja. Aber es gibt auch den Aspekt, dass es ist ein Reiz für uns. Natürlich ist es eine große Präsentation. Es gucken immerhin 10 bis 14 Millionen Menschen zu fürs Album. Aber es ist auch irgendwie ein Prickel, weil wir sind seit 3,5 Jahren nicht mehr so mit neues Album. Und das Publikum wählt. Das ist die Sache dabei. Das Publikum entscheidet. Also eine sehr direkte Kritik eigentlich sehr für direkt, das, was man macht. Genau. Was ist das für ein Lied, mit dem Sie da antreten? I Wanna Be Loved von Maite, meine Schwester. Dürfen Sie es schon singen? Nein, das ist verboten, ne? Ich glaube, ich weiß es gar nicht. Das sind so strenge Regelungen, also fragen Sie mich nicht. Warum haben Sie dieses Lied I Wanna Be Loved ausgewählt? Es ist ein guter Song, sehr guter Song. Es ist, ja, emotional und Maite bringt es sehr gut rüber. Und wir haben einfach gedacht, das ist wirklich ein guter Song für den Grand Prix. Es passt irgendwie, ja. Es hat ein bisschen mit Ihrer persönlichen Geschichte zu tun, ne? Dass Sie da irgendeine Krankheit oder was verarbeitet oder ist das zu viel reininterpretiert? Nein, also um das klarzustellen, es wurde viel geschrieben. Ja. Maite ist mollig und isst auch ganz gerne, aber sie ist nicht esssüchtig oder so, sie ist nicht krank. Sie ist von Natur aus veranlagt und vielleicht Tendenz vielleicht. Aber das ist falsch, dass sie esssüchtig ist oder so. Das, nein. Also es stand ist ein Liebeslied, Zeitung. Das stand in der Zeitung, hat damit nichts in der Bild-Zeitung in Kerner. Ja, gut. Dann konnten wir das mal aufklären, ist doch völlig in Ordnung. Ja, nee, also es ist ein Liebeslied und natürlich ist es irgendwo auch eine persönliche Geschichte, aber nicht jetzt direkt im Punkt. Hat der Vater da mitentschieden? Das ist ja immer so, gilt als das Oberhaupt der Familie. Hat der mitentschieden oder mitgeholfen bei der Auswahl des Liedes? Nein. Oder kann er nicht, weil es ihm nicht gut geht? Ist richtig. Also mein Vater ist mittlerweile, er hat eine Gehirnblutung bekommen im Dezember und ist operiert worden, ist... Es geht ihm Gott sei Dank besser, also außer Lebensgefahr. Aber er kann immer noch nicht sprechen oder auch nicht gehen. Also es ist ziemlich schwierig im Moment. Er hat eigentlich mit der Sache gar nichts. Er hat sich schon seit den letzten 2,5 Jahren vom Business zurückgezogen. Ja. Wo spüren Sie am meisten, dass er fehlt? Er war ja früher so eine Vaterfigur im eigentlichen Sinn. Er hat das alles in der Hand gehabt, zumindest hat es nach außen so gewirkt. Wo fehlt er am meisten, so als Manager oder als einfach Strippenzusammenhalter oder als Ratgeber oder einfach als Papa? Ich glaube mehr so für den Zusammenhalt.
weil das Business haben wir eigentlich in den letzten Jahren peu à peu übernommen. Also ja. Ich glaube, dass er hat uns zusammengehalten. Das stimmt wirklich. Heute sind wir immer noch zusammen, aber es ist anders. Heute ist es nicht mehr so die Kinder-Vater-Beziehung, sondern Geschwisterbeziehung. Und manchmal knallt es auch bei uns. Also manchmal ist es... Naja, darüber möchte ich natürlich auch sprechen, ob das immer alles so eitel Sonnenschein ist, wenn man so als Familie die ganze Zeit unterwegs ist. Was machen Sie, wenn mal einer fehlt auf der Bühne? Also wenn mal ein Kelly-Family-Mitglied, fällt ja eigentlich nicht so auf, ne? Eigentlich nicht. Ja. Also, was habe ich jetzt gesagt? Na, das sind einige. Ist die Kelly-Family in Russland nicht bekannt? Doch, doch, natürlich. Ja, doch. Sie ist doch auf der ganzen Welt bekannt. Ja. Aber wie viele sind es denn? Wir sind 9 Geschwister und Vater. 9? Aber eigentlich, also in der Band, ja, obwohl wir sind eigentlich 12. Ja. Aber in der, also Musik machen nur 9 oder auf der Bühne stehen nur 9? Neun, ja. Und also, wenn dann mal einer nicht da ist, ist... Richtig, also zum Beispiel letzte Platte ist von 7 gemacht worden und Kathy konzentriert sich auf ihre Solokarriere zurzeit und Johnny macht eine Pause, also er gönnt sich eine Pause. Die Fans haben sich daran gewöhnt, dass manchmal, wenn einer krank ist oder so, dann sind es mal 6 auf der Bühne und mal 5, mal 7. Da verlangt keiner den Eintrittspreis zurück oder so, weil nur in halber Familienstärke angetreten. Das ist auch in Ordnung. Ja. Sie haben ein kleines Baby, 3 Monate alt. Ja. Stimmt das, 3 Monate? 3,5, ja. 3,5 Monate, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und Sie, Sie nehmen das Kind mit, Sie gehen zum Stillen von der Bühne runter. Sozusagen, ja. Ja. Also ich sage dann den Leuten so, tschüss, Leute, ich muss jetzt 10 Minuten mal mein Kind versorgen und ich komme gleich. Und das ist kein Problem. Ja, ganz, ganz offen. Es gab eine Zeit, da haben Sie auch auf der Bühne gefehlt, einfach weil Sie selbst krank waren und nicht mitmachen konnten. Mhm. Ist das alles ausgestanden? Ist das vorbei? Zu 90%. Ich habe eine Rückenmarksentzündung gehabt. Und da zuckt man ja schon bei dem Begriff Rückenmark, zuckt man ja, weil man denkt... Ja, es war schon heftig. Also es ist auch sehr schmerzhaft. Aber was ist da gewesen genau? Was? Ich hatte sehr starke Schmerzen hier in diesem Rückenbereich. Und das hat man leider sehr spät erkannt. Man dachte, es wäre eine Wirbelsäule-Problematik, weil mein Vater auch jahrelang Probleme hatte und in der Familie so ein bisschen liegt. Und irgendwann mal hat man dann doch diese Punktion gemacht und dann gemerkt, da ist noch was. Ja, es war ziemlich heftig. Ich hatte auch richtige Lähmung, saß im Rollstuhl teilweise und das ging über Jahre eigentlich, bis ich dann von mir aus angefangen habe, so Naturheilkunde. Das heißt, ich habe dann eine Homöopathin aufgesucht, ich habe viel heil gefastet, ich habe meine ganze Ernährung umgestellt, Sport gemacht. Es war ein richtiges Programm. Ja, und das hat Ihnen letztendlich geholfen? Das hat geholfen bei mir, Gott sei Dank, ja. Und viel mehr als Schulmedizin oder so. Es hat dort bestimmt auch Menschen gegeben, die gleich gesagt haben, na, da machen wir erstmal eine Spritze und das, Massagen und Fango klar, und was weiß ich. Das gab es auch. Also ich habe auch Morphium bekommen und solche Sachen. Und ich habe einfach für mich gemerkt, das ist nichts für mich. Wenn ich damit anfange, das betäubt nur der Schmerz und geht nicht an die Ursache. Und ich wollte auch nicht abhängig werden von diesen Drogen. Mhm. Ich habe ein anderes Lebenseinstellung. Ja, und ich hatte das Glück, dass es bei mir gewirkt hat. Und haben Sie dann einen Arzt gefunden, der Sie darin unterstützt hat? Mehrere eigentlich, ja. Also ich habe mehrere aufsuchen müssen. Naturheil? Bis eine Heilpraktikerin und Physiotherapeuten. Ich habe auch sehr viele Bücher gelesen, aus Amerika vor allen Dingen. Ich habe einen Onkel, der sich so sehr in Gesundheit interessiert und Vitamine, Präparate und sowas. Kein Zucker und kein Weißmehl und... Und das hat dann letztendlich geholfen? Das hat geholfen, ja. Irgendwelche Ärzte haben ja so gesagt, möglicherweise bleiben da Folgeschäden bei dieser Rückenmarksentzündung. Ja. Hat ihnen ja fast ein bisschen Angst gemacht. Es gibt auch, also heute, wenn ich so viel Stress habe, dann habe ich auch so ein bisschen, aber es wird immer weniger. Und ich muss auch sagen, seit ich mit meinem jetzigen Mann zusammen bin, 3 Jahren, geht es mir nur noch gut. Ja? Das ist ein schönes Kompliment. Also ich denke, die Liebe ist manchmal die beste Medizin. Nicht, dass alle heiraten müssen. Ja. Nein, nein. Man kann sich auch gut so lieben. Ohne heiraten. Jeder soll für sich entscheiden. Ja, ganz, eigentlich. Ganz genau. Ja. Sie sind ja verheiratet, ne? Ich mit einem Russen. Ein Russen, ja. Ja, mit einem Russen verheiratet. Ja. Er ist ja keiner. Ach so, sorry, ich dachte, Sie wären Russen. Er ist Staatenluft.
staatenlos. Ja, ja, trotzdem aber Russe natürlich verholt. Also, okay. Entschuldigung. Russe und Sie sprechen, wie viele Sprachen sprechen Sie? 4, 5, 6 Sprachen? Das war ein Beweis, dass Kelly Family doch in Russland sehr populär ist und war. Ich kann mich noch daran erinnern, da war ich so klein, ich ging noch zum Kindergarten, da war schon Kelly Family. So alt bin ich auch nicht. Das war nicht so gemein. Nein. Und das Kind, was Sie haben, das wächst dann mit wie vielen Sprachen auf? 2 im Moment. Mhm. Und wenn er das gut packt, dann will ich so, wenn er 3, 4 Jahre alt ist, vielleicht mit der 3. anfangen. Aber ich erst mal 2. Deutsch wäre dann die 3., oder? Deutsch oder Französisch. Und jetzt Russisch und Englisch? Genau. Aha. Genau, so ist es. Sie leben ja in Deutschland? Ja, im Moment, ja. Leben alle in Deutschland? Nein, zum Beispiel Johnny ist in Spanien und Jimmy ist zwischen Deutschland und Irland, pendelt. Ja. Und sonst eigentlich in Deutschland. Das ist ja ganz interessant, weil das, was wir so als Kelly Family wahrnehmen, da denkt man ja immer noch, die sind mit dem Bus unterwegs oder auf Schloss Gümnich, das hatten Sie ja mal gekauft. Und haben Sie das noch eigentlich? Ja. Das haben Sie noch. Das soll aber jetzt verkauft werden oder so. Nein. Nicht? Oh Gott, nein, wieder was Falsches. Herr Kerner, Sie haben sich nicht gut erkundigt. Na ja. Also Schloss Gümnich ist nach wie vor Eigentum der Familie und bleibt auch. Wir haben jetzt einen Verpachtungsvertrag gemacht. Und das ist ab 1. Januar und das soll so ein Hotel-Wellness-Zentrum werden und ganz tolle Sachen. Was ich meine oder was ich fragen wollte, man nimmt ja Kelly Family so wahr, als da sind die alle zusammen. Früher waren die in der Fußgängerzone, jetzt sind die auf der großen Bühne. Aber tatsächlich sind sie natürlich nicht alle zusammen. Da gibt es ja Stress wie in jeder anderen Familie auch. Knallt es mal richtig bei den Kellys? Ja, und wie? Ja? Mal richtig so, haben Sie sich auch mal einsam gefühlt, obwohl Sie so viele Geschwister haben? Das habe ich nicht, nein. Also ich... Was soll ich, einsam? Unverstanden, also... Unverstanden, ja, natürlich. Mhm. Das auf jeden Fall. Der Paddy sagte irgendwann mal zu einer Zeitschrift, der einzige Ort, wo ich allein sein kann, ist die Toilette zu Hause. Mhm. Ja. Also ich war immer froh, wenn ich meine Ruhe hatte, weil man ist ja immer zusammen. Aber trotzdem, ich muss sagen, ich verstehe mich gut mit den meisten der Geschwister und telefoniere auch jeden Tag mit vielen. Man hat immer was zu tun und... Zu Hause auch. Ich kann es nicht haben, wenn es so ruhig ist zu Hause. Also das ist. Wenn Sie sagen, Sie verstehen sich gut mit den meisten, dann beinhaltet das ja auch, dass Sie sich mit anderen nicht so gut verstehen. Klar, natürlich. Mhm. Das ist normal. Ich meine, ich habe ja 12 Geschwister. Mhm. Das wäre doch unnatürlich, wenn ich mich mit jedem super gut verstehen würde, oder? Mhm. Aber man kann trotzdem zusammenarbeiten. Natürlich. Ja. Man trifft sich. Sprechen Sie? Sie sind... Nee, so. Okay, jetzt ich. Ich versuche mir das so vorzustellen, also dieses Leben in der Kelly Family und Sie sind eine Frau, die das ja auch reflektiert, die sich Gedanken über das eigene Leben macht, sicherlich auch über die eigene Vergangenheit. Mhm. Gibt es im Rückblick auch so Momente, wo Sie sagen, im Grunde genommen hat es auch genervt oftmals, dass wir da immer irgendwie diese Nummer da mit der Kelly Family machen mussten? Eigentlich hatten wir nicht so ein normales Familienleben, bei allem Erfolg, ja? Was heißt genervt? Es war manchmal hart. Sagen wir so, der Erfolg zum Beispiel, ich persönlich finde, dass die Musik, der Musikteil ist das Schönste überhaupt. Was für mich schwierig war, war das ganze Business drumherum, die Kommerzialisierung. Mhm. Ja. Das war, glaube ich, zu Zeiten, vielleicht vor 3, 4 Jahren, fand ich nicht so gut. Das ist irgendwie... Aber das hat das Geld gebracht. Ich meine, das hat die Absicherung für alle gebracht. Ist richtig, aber Geld ist nicht immer, was eins glücklich macht. Ja. Mhm. Und es ist, Geld ist wichtig, auf keinen Fall, also verstehen Sie mich nicht falsch. Aber ich denke, dass es hat auch uns, wir haben ja viele Jahre gearbeitet und dann kam der große Erfolg. Und dann war so viel Arbeit dahinter, wir hatten so viel gearbeitet, dass mehrere von uns ein bisschen ein Burnout gekriegt haben. Und ich denke, dass das war mehr wegen dieser ganze Rundrum, diese Leute, immer viele Leute um uns, immer Business und dies und jeniges und Entscheidungen hier und da. Das war für mich das Schlimmste, nicht die Familie oder die Musik. Mhm. Ja. Also das war eigentlich angenehm oder zumindest in den meisten Fällen angenehm, aber das Business hat genervt. Ja, also ich bin sehr gern mit meinen Geschwistern, ist wirklich. Mhm. Ich arbeite sehr gern mit meinen Geschwistern und natürlich zanken wir uns, genauso wie sie Probleme mit ihrem Boss haben oder wie auch immer. Das ist ja in jedem Beruf so. Man ist ja nicht, jeder geht nicht zum Büro und versteht sich super mit jedem dort. Wer ist jetzt eigentlich der Chef, wo der Vater es nicht sein kann? Es gibt keinen Chef, ich bin der Chef. Mhm. Das ist eine schöne Formulierung, es gibt keinen Chef, ich bin der Chef. Cool. Das Ende der Kelly Family, das ist ja absehbar. Also nicht, dass ich dabei rede, überhaupt nicht, sondern es ist absehbar, weil jeder gründet ja seine eigene kleine Kelly Family.
Und dann wird es ja irgendwann schwierig, immer wieder zusammenzukommen. Oder wollen Sie ganz lange immer auf der Bühne stehen mit den Geschwistern? Herr Kerner, ich kann es auch nicht sagen, wie lange wir noch machen. Mhm. Ich würde mich freuen, wenn wir noch sehr lange noch mitmachen können. Das Leben wird sich zeigen. Morgen kann irgendwas passieren, Sie wissen, und dann ist alles vorbei. Mhm. Ich denke einfach, dass das Wichtigste ist, aus welchem Grund es macht. Und das ist für mich die Leidenschaft. Ich kann ohne Musik nicht leben. Und wenn ich 30 oder 50 bin, das Alter spielt keine Rolle. Die Musik für mich ist was ganz Wichtiges. Mhm. Und ja, ich denke, das ist der Grund, warum wir wahrscheinlich länger machen werden. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für das Gespräch und danke. Wünsche alles Gute für die Vorausscheidung am nächsten Freitag. Ja, und man kann ja anrufen. Genau. Danke. Danke sehr herzlich. Danke, Frau Treumann. Danke, Herr Kaminer.